So. Also hallo, ich habe jetzt heute Yogamatte, eine Polster, die Blöcke und eine Decke. Ihr nehmt einfach, was ihr habt. Und so. Genau. Jetzt. Wir fangen jetzt heute einfach mal im Sitzen an. Nehmt euch eine Decke, irgendeine Unterlage in einem Kissen oder was auch immer ihr dann habt. Heute ist immer noch ein Fall. So. Legt den linken Fuß näher ran und den rechten davor. Und dann die Hände auf den Knien ablegen. Die Schultern entspannen. Und dann, wenn ihr euren Sitz gefunden habt, dann beginnt im Uhrzeigersinn, um die Hüften zu kreisen. Und beginnt den Atem tiefer werden zu lassen. Ich hoffe, ihr habt nicht wie ich diesen Hall. Beginne deine Sitzhöcker wirklich auf dem Boden zu spüren. Und einfach wahrzunehmen, wie dein Gesäß die Decke den Untergrund berührt. Und wie dieses sanfte Kreisen, das dein Körper ja aus den Stunden meistens schon kennt, wirklich hier wieder beginnt, in die Lebendigkeit, in den Fluss zu kommen. Und beginnt wirklich den Atem immer tiefer werden zu lassen. Genau. Und mit diesen Atemzügen, die jetzt immer tiefer und gleichmäßiger werden, spür den Körper, spür die Bereiche im Körper, die unangenehm sind. Spür die Bereiche, die ganz frei und offen sind. Und lass dein Gesicht weicher werden. Und wenn wir jetzt hier in dem Hüftkreisen beginnen, während wir spüren, wie die Sitzhöcker, das Gesäß und die Beine in den Untergrund kommen, können wir langsam wieder ankommen, hier im gegenwärtigen Augenblick. Und vielleicht ist jemand von euch vorher aufgefallen, dass ich immer wieder beginnen und beginnen Beginn gesagt hat. Denn wir stehen alle gerade wirklich vor einem Neubeginn. Wir stehen noch nicht ganz da, wo alles schon wieder aufgeräumt ist oder irgendwie alles nivelliert und flach gemacht ist, sodass man wirklich ganz neu anfangen kann, sondern im Moment sind wir noch in diesem Umwälzungsprozess vor dem Neubeginn. Aber der Neubeginn klopft schon an. Und das trifft ganz viele von uns.
die eine mehr, die andere weniger. Das Wichtigste ist, egal was die Lebenserfahrung jetzt beinhaltet, egal ob ihr euren Liebsten ganz neu dran habt, ob die gerade bei euch eingezogen sind, was ich immer süß finde, wenn ich das höre, oder ob deine Liebsten vielleicht gerade ein bisschen verteilt sind auf der Welt, egal welche Erfahrungen du jetzt vor dir hast, ob du einen festen Job hast, wo du weißt, ja, alles safe, ob du gar nicht weißt, ob du deinen Job behalten kannst. Der Atem, das Hier, das Jetzt ist das Wichtigste. Und dann komm langsam, langsam zurück zur Mitte, den letzten Kreis hier. Setz dich nochmal aufrecht. Spür wirklich, wie du die Energie nach unten sinken lassen kannst. Spür deine Sitzhöcke. Und dann richte die Wirbelsäule auf. Schultern nach oben, hinten und unten. Die linke Hand nach vorne, die rechte nach hinten. Wenn du Blöcke haben solltest, deine Arme nicht lang genug sind, leg den Block unter die Hände. Und erstmal, bevor du dich drehst, wir haben alle immer dieses, wir wollen als erstes drehen, aber als erstes, bevor du dich drehst, find deine Aufrichtigkeit. Find diese Verbindung nach unten, nach hier und nach jetzt. Und dann dreh. Und immer wieder mit jeder Einatmung richtest du die Wirbelsäule auf. Und mit jeder Ausatmung drehst du dich ein Stückchen weiter nach hinten. Tief einatmen. Und auf. Ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Nochmal tief einatmen, spür die Länge. Und ausatmen, dreh dich so weit, wie die Länge es dir erlaubt. Und dann mit der Einatmung komm zurück zu mir. Für einen Augenblick bleib sitzen. Spür, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Und egal, was du wahrnimmst, lass es mit dem Atem sein. Und komm wirklich hier und jetzt an. Und das ist die große Aufgabe für uns alle jetzt, während ihr die Füße wechselt und den rechten Fuß näher ranlegt und den linken davor, die Hände wieder ablegt. Das ist die große Aufgabe für uns alle wirklich, aus der Orientierung in die Zukunft, wirklich hier, jetzt, im Körper, jeder bei sich anzukommen. Und wenn man bei sich ankommt, ist es so viel leichter, mit all den Menschen, die auch bei sich ankommen, wirklich in Verbindung zu sein. So wie der Helmut so schön gesagt hat mir heute, dass auch wenn es über das Video ist und auch wenn wir uns wie über die Ferne einfach nur sehen, die Menschen, die wirklich zusammengehören, wir können uns spüren, egal wo wir sind. Und irgendwann, weil wir alle gerade weicher und offener und telepathischer werden, irgendwann brauchen wir noch nicht mal mehr dieses technische Gedöns, wo es irgendwelche Interferenzen geben kann, sondern wir sind einfach gut. Also nutzt es wirklich, spürt eure Feinfühligkeit, und ich meine, auch wenn ihr euch gerne nicht gewahr wart vorher, und spürt, dass ihr mich spüren könnt, spürt, dass ihr die anderen lieben Menschen im Feld spüren könnt und legt die Hände auf den Knien ab und geht gegen den Uhrzeigersinn. Wirklich in diese Richtung, in der wir auftreten. Entspannt den Kiefer, entspannt das Gesicht, egal was gerade sein mag. Für den Moment ist es egal. Jetzt ist alles sicher, jetzt ist alles ruhig und okay. Ganz tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Und wenn du irgendwo merkst, dass es verspannt oder unangenehm ist, dann lass den Atem
und diese sanfte Bewegung wirklich dorthin fließen. Dein Gesicht ganz weich. Und wer ein bisschen Herausforderung haben möchte, kann den Mundwinkel nach oben zu den Ohren nehmen. Und falls irgendjemand gerade nicht in den Raum reinkommen sollte, weil ich natürlich alle reinlassen müsste, weil die 90 dann als Vorkehrungen bei Zoom zugenommen haben, nachdem die Leute verrückte Sachen machen, hoffe ich, dass keiner vorne draußen steht, sondern alle mit dabei sein können. Ansonsten versuche ich es aufzunehmen und wirklich wieder auf YouTube zu stellen. Allerdings, wenn der Hall da sein sollte, gucken wir mal. Aber Übung macht auch da den Meister, so wie immer. Genau. Und jetzt spüre wirklich dieses Kreisen. Falls dir wie mir immer die Decke davon rutscht, setz sie einfach wieder unter die Sitzhöcker und spüre weiterhin alles das, was den Boden berührt. Nimm wirklich wahr, dass du hier mit der Erde verbunden bist. Und egal, ob du jetzt deine eigene ganz tolle Yogamatte hast oder vielleicht sogar so ein Luxusteil, wie ich mir hier gegönnt hast, das sich anfühlt wie so ein Kuschelteppich. Es ist völlig wurscht, du kannst auf einer Decke üben, du kannst auf einem Parkettboden üben. Ist vielleicht nicht ganz so bequem, aber es geht überall. Und natürlich, idealerweise hast du irgendwelche Hilfsmittel. Aber wenn du keine zur Verfügung hast, nimm Kissen, nimm deine Decken von der Wohnzimmercouch oder nimm dein Kopfkissen und rollst zusammen und legst nachher unter das Gesetz. Was auch immer. Es ist wirklich nicht wichtig, dass wir so materielle Dinge haben. Wenn wir sie haben, ist es schön, dann können wir das genießen. Aber wenn wir wenig haben, wir können aus den meisten Sachen was machen, die wir haben. Es geht immer nur um dieses kreative Element da. Also nicht kein Yoga machen, nur weil du keine Matte hast. Sondern wenn du halt auf dem Boden übst, schau, dass du vielleicht auch einen Teppich liest, der ein bisschen Grip hat. Oder hol dir zumindest diese Yoga-Socken. Die gibt es relativ billig für 7,50 € oder sowas bei Amazon mit Griff. Und dann kannst du auch auf dem Boden leichter üben. Und probier es einfach. Weil das Einzige, was passiert ist, wenn du keine so eine Yogamatte hast, also eine, die Grip hat, die hat keinen Grip übrigens. Also wer Grip braucht, kann ich dir nicht empfehlen. Alles, was ist, wenn du keinen Grip hast, wenn du auf dem Boden übst oder auf so einer Kuschelmatte, ist, dass du mehr wirklich die Verbindung nach unten finden darfst, aus dir selbst heraus. Dass du nicht dieses Hilfsmittel, die rutscht auf die Yogamatte hast, sondern du findest selbst deine Beständigkeit. Und das ist nicht ohne. Einfach mal sich selbst die Beständigkeit zu finden. Und jetzt wirklich hier die letzten Runden, ganz, ganz bewusst und liebevoll. Kost es aus. Und spür deine Sitzhocke am Boden. Und dann die letzte Runde. Und dann langsam zurück zur Mitte. Und richte dich wieder auf, setz dich wieder schön hin. Diesmal die rechte Hand nach vorne, die linke nach hinten. Schulter nach oben und dann wirklich erstmal nach unten erden. Und dann vorne den Sitzer ganz im Scheitelpunkt auf. Und wenn du deine Aufrichtigkeit gefunden hast, öffnest du dein Herz, so gut es geht. Spürst diese Hand zwischen den Schulterblättern, diesen Schutz von hinten. Wenn du noch eine Hand hier unten brauchst, kannst du sie auch an den unteren Rücken legen. Das schadet bei vielen von uns auch nicht. Und dann dreh dich langsam. Mit jeder Einatmung werde lang. Mit der Ausatmung sanft nach hinten drehen. Und immer wieder lang werden mit der Einatmung und spür die Bereiche, die verkrampft sind.
Und mit der Ausatmung lass los. Tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte. Und setz dich nochmal aufrecht. Lass dein Becken schön in die Gerade kippen. Gerade wenn du im Hohlkreuz sitzt, sind wir meistens hier. Und dann kipp dein Becken. Das aktiviert den Unterbauch und entspannt den unteren Rücken und den Spür. Du kannst die Augen für einen Moment schließen, wenn es sich gut anfühlt. Und dann warm. Wenn du langsam die Augen jetzt wieder öffnest. Und vielleicht dein Gesicht entspannt werden lässt. Dass du jetzt hier bist. Und hier, jetzt, ist alles gut, ist alles in Ordnung. Egal was kommt, egal was war, jetzt hier bist du ganz anwesend, bist du zu Hause. Kommen wir langsam in eine andere Haltung. Ihr könnt die Decke bereitlegen. Beginnen die Blöcke, wer Blöcke haben sollte, nach vorne zu legen. Eher so außerhalb des hüftbreiten Stands. Und die Decke erstmal auf die linke Seite rüber fürs linke Knie. Wer es braucht. Wer keine Decke hat oder wer keine Matte hat oder keine Blöcke hat, schaut einfach, wie es geht. Wenn du keine Blöcke hast, kannst du auf den Fingerspitzen zum Stehen kommen, mit den Händen nachher. Und wir kommen einfach mal in den hüftbreiten Stand, spreizt eure Zehen auseinander und spürt eure Füße am Boden. Und dann vom Becken, eine Hand vorne ans Schambein, eine ans Kreuzbein. Oh. Und lass vom Becken über deine Beine, über die Fersen. Spür die Fußsohlen und die Zehen weiterhin, während du über die Fersen die Wurzeln nach unten sinken lässt. Spür deine Verbindung nach unten. Dann kannst du eine Hand entweder hier unten auf dem Schambein oder auf dem Kreuzbein liegen lassen oder beide Hände nach oben aufs Herz legen. Halte weiter die Verwurzelung nach unten in die Erde und vom Herzen. Und bei vielen von euch klopft das Herz, jetzt vielleicht gerade in den letzten 2 Wochen, haben wir so viele Ego-Themen im Feld gehabt, wo immer Kontrolle und Mut und Macht und sowas im Feld kommt. Und auch ein bisschen Angst und Kontrollverlust. Also wenn dein Herz ein bisschen klopfen sollte, lass dein Herz klopfen. Und spüre, wie du vom Herzen nach oben, über den Scheitelpunkt, die Verbindung nach oben in Richtung Himmel aufmachen kannst. Entspann die Schultern. Und dann erlaub dir, diese Verbindung von oben, diese Verbindung von unten, wirklich in dir hier, wirklich gemeinsam zusammenfließen zu lassen. In dir, in dem, wer du bist. Und jeder hier, jeder einzelne von euch, ist ganz einzigartig. Keiner ist gleich. Dann nimm die Hände vom Herzen zusammen, senk die Stirn in Richtung Fingerspitzen und verneig dich vor deiner Einzigartigkeit. Auch wenn du sie nicht in jedem Augenblick spürst. Und dir ihrer bewusst und gewahr bist.
Es gibt keinen mehr wie dich. Und das ist die Zeit, dich zu leben. Ausatmen, lass die Hände sinken. Einatmen, setz dich tief zurück für Utkatasana. Gib die Hand nach oben, Schultern weg von den Ohren und Blick zu den Daumen, wenn es dein Nacken erlaubt. Und mit der Ausatmung beug dich nach vorne. Du kannst die Hände auf den Blöcken ablegen, falls du keine Blöcke hast. Komm auf die Fingerspitzen. Falls deine Arme zu kurz sind, beug die Knie und bring die Fingerspitzen auf den Boden oder den gut taugt. Er kann auch die Handflächen auf den Boden bringen. Ich finde es sehr angenehm, Blöcke zu haben. Könnte aber auch auf den Fingerspitzen üben und dann mit der nächsten Einatmung steigst du zurück mit dem linken Fuß in den Ausfallschritt. Wenn du hier Blöcke haben solltest, ist es meistens leichter, die Wirbelsäule aufrecht zu halten. Man kann auch die Wirbelsäule so aufrecht halten. Sehr einfach, was für dich geht. Und hier hinten, die hintere Ferse schiebt zurück, die Zehen vom vorderen Fuß sind schön gespreizt. Die Schultern entspannt, das Herz offen, der Blick nach vorne gerichtet. Aber du bist hier, jetzt hier. Und aus diesem Jetzt blickst du nach vorne. Tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen und ausatmen. Tief einatmen und ausatmen. Mit der nächsten Einatmung streckt das rechte Bein, so weit es für dich geht. Und mit der Ausatmung beugt das rechte Knie wieder tief. Einatmen, strecken, ausatmen, beugen, einatmen, strecken, ausatmen, beugen, einatmen, strecken, Wirbelsäule bleibt so lang wie möglich, ausatmen, beugen, einatmen, streckt das Bein nochmal. Und ausatmen, beug es wieder in den 90-Grad-Winkel, spreiz die Zehen nochmal und lass dieses hintere Knie auf die Decke rutschen. Rutsch vor die Kniescheibe. Wenn es dir noch nicht genug ist, zieh die Zehen hinten nach und lass das rechte Knie ein bisschen nach vorne wandern. Achte wieder drauf, dass du die Schultern nach oben, hinten und unten entspannst. Und du hast nicht wahnsinnig viel Gewicht, egal wo du bist. Je tiefer du gehst, desto intensiver wird es einfach in den Hüften. Du kannst also auch so üben, wenn sich das für dich besser anfühlen sollte und deine Hände nirgendwo in die Nähe des Bodens kommen. Lass den Atem fließen, entspann den Kiefer. Und erlaubst dir ruhig mal zu seufzen. Und lass diese Verspannung aus dem Becken und wirklich hier auch aus der Psoas-Muskulatur und aus dem unteren Rücken wirklich los. Tief einatmen und ausatmen. Tief einatmen und ausatmen. Tief einatmen und ausatmen. Und streck langsam das hintere Bein. Und jetzt kannst du entweder über die herausfordernde Art und Weise die Haltung ändern, indem du den rechten Fuß nach hinten steigst und mit einer Einatmung den linken Fuß nach vorne. Oder du machst es einfach umgekehrt. Du gehst mit einer Einatmung hier den Fuß nach vorne, bleibst einen Augenblick hier stehen. Und schweiz mit der nächsten Einatmung mit dem rechten Fuß nach hinten. Und dann kannst du die Decke umlegen, wenn du eine Decke hast. Und dich hier auf dieser Seite einrichten. Mit dem linken Fuß
schön stabil mit den Zehen gespreizt abstellen, die hintere Ferse zurückschieben, Schultern nach oben, hinten und mit den Kiefern spannen. Und für ein paar Augenblicke hier deine Hüften aufweichen, den Atem hineinfließen und wirklich immer wieder den Kiefer entspannen. Ich spüre schon, auch wenn ihr nicht mit mir im Raum seid, dass die Kiefer anfangen, wieder zu ein bisschen fester zu werden. Lass ein bisschen los. Und auch wenn wir jetzt 2, 3 Wochen fast kein Yoga zusammen geübt haben, find wieder zurück. Find wieder in deinem Körper in dieses Entspannen, in dieses dem, was Unangenehmes, Platz und Raum geben, sodass es sich auch lösen kann. Es wird uns immer beigebracht, vor allem, was unangenehm ist, all dem, was Angst macht, wegzulaufen. Anstatt einfach wirklich mal zu sein. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel zur neuen Zeit. Sein. Mit der nächsten Einatmung streckst du dein linkes Bein, versuchst die Wirbelsäule lang zu lassen und mit der Ausatmung beugst du das Knie. Und Einatmung wieder strecken. Und Ausatmung wieder beugen. Einatmung strecken. Ausatmung beugen. Einatmen strecken, ausatmen beugen. Einatmen strecken, ausatmen beugen. Und dann letztes Mal ganz genüsslich, wirklich verlängern die Rückseite deines Beines, so gut es geht. Und dann ausatmen, beug wieder in den 90-Grad-Winkel zurück und lass das rechte Knie nach unten sinken. Rutsch vor die Kniescheibe, wenn es noch nicht intensiv genug ist, zieh die Zehen nach. Und lass das linke Knie nach vorne. Schultern entspannen, Kiefer entspannen. Jetzt wirklich aus den Schultern, aus dem Nacken alles loslassen. Wirklich, wenn es sich gut anfühlt, der kann nochmal den Kopf hier wirklich ein bisschen von Seite zu Seite bewegen. Und all diese Anspannung, die vielleicht gerade in den letzten Wochen hier wieder zwischen den Schulterblättern im Nacken und Schultergürtel sich vielleicht ein bisschen Entspannungskopfschmerz gezogen hat. Ach, wirklich loslassen. Die nächsten beiden Tage haben wir noch eine Ego-Frequenz wirklich aktiviert. Also nicht wundern, wenn alle Leute mehr oder minder getriggert werden. Solange du wirklich immer mehr bei dir bleiben kannst oder wirklich einfach präsent bleibst, wenn du getriggert wirst, passiert einfach, was passiert auf der Welt. Und es ist alles nur ein Übergang. Unser netter kleiner Virus oder auch nicht so nett und klein, der ist einfach nur ein Zeichen der Zeit. Der hilft uns, diesen Übergang zu machen. Ob wir meistern, ist die andere Frage. Aber der Atem ist der Schlüssel. Also atmen wirklich tief, gerade in diese Bereiche hier. Der Ellipsoas, unser ganzer Kampf- und Fluchtreflex immer wieder sein Unwesen treibt. Entspann die Kiefer, entspann die Schultern. Und dann langsam streckt das hintere Bein. Können dein vorderes Knie wieder in den 90-Grad-Winkel mit der Ausatmung, Gewicht in den linken Fuß und mit der Einatmung und den rechten Fuß nach vorne. Beug die Knie so tief, wenn du die Hände jetzt von den Blöcken löst, dass du sie vorne auf den Boden bringst und entspann den Kopf, schüttel ihn aus, wie ein Gang, schüttel die Schulter aus. Ausatmung. Und mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel langsam nach oben kommen. Schultern nach oben, hinten und unten.
Kannst du, wenn du Blöcke hast, die Blöcke nach vorne legen? Deine Füße mattenbreit oder ein Stückchen weiter als hüftweit auseinander. Und je weiter, desto besser ist meistens leichter nach unten zu kommen mit der Einatmung, die Hände vom Herzen zusammen und ausatmen. Nach unten kommen. Dann kannst du die Hände lösen, dann Gesäß absetzen, Füße nach vorne legen, deine Blöcke bereitlegen, die Hände erstmal auf den Knöcheln ablegen und dann beginnen im Uhrzeigersinn, um die Hüften zu kreisen. Lass den Kiefer weicher werden, lass dein Gesicht weicher werden, entspann die Schultern. Und wenn du merkst, okay, du möchtest den Kopf mitnehmen, nimm den Kopf mit. Und beginn wirklich hier jetzt. Diese ganzen Bereiche, die sich angesprochen fühlen, mit dem Atem ganz liebevoll zu streicheln. Und lass immer wieder los. Erlaub dir auch mal zu seufzen. Und erinnere dich immer wieder dran, wenn es unangenehme Dinge in deinem Körper gibt. Auch wenn dir beigebracht worden ist, dass du gegen alles kämpfen und gegen alles sein und für alles Lösungen finden musst. Sei erstmal präsent und lass los. Alles das, was du nicht annehmen kannst, alles das, was sehr, sehr unangenehm ist. Meistens was. Was nicht du bist. Es ist entweder etwas, was du von anderen genommen hast, womit du dich verstrickt hast, oder etwas, wo du für andere dich anders verhalten hast, als es dir entsprochen hat. Du kriegst man plötzlich Rückenschmerzen oder sowas. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wirklich, dass jeder von uns sich selbst lebt. Und jeder hat seine einzigartigen Qualitäten. Und jeden von euch, den ich kenne, ihr seid alle so besonders. Die einen sind ganz feinfühlig und warm und kuschelig, die anderen sind ganz cool. Manche sehen, manche spiegeln unser ganzes Fell. Manche sind ganz spontan, manche folgen ihrem Herzen. Und mit jedem Einzelnen von euch, wenn ich das Geschenk bekomme, mich mit euch unterhalten zu dürfen, jeder hat eine andere Perspektive auf die Welt. Jeder hat eine andere Lebenserfahrung. Und je mehr wir selber sein dürfen, desto mehr können wir wirklich sehen, was wir, jeder Einzelne von uns nur sehen kann. Ich sehe vielleicht Ähnliches, was der Helmut sieht oder die Petra oder die Tina oder der Klaus. Aber wir können nie komplett die gleiche Perspektive haben. Jetzt die letzten beiden Runden ganz, ganz ausführlich, ganz liebevoll. Die letzte Runde. Und dann gehen wir im Uhrzeigersinn. Einfach umdrehen. Dem Gehirn diesen Augenblick lassen, um sich wieder in diese andere Richtung zu gewöhnen. Der Muskulatur und dem Körper so, jetzt geht es in die andere Richtung. Und wir gehen ganz liebevoll. Alles, was unangenehm ist, wirklich zu berühren mit dem Atem, mit der Präsenz. Und spür, wie dein Körper es dir gleich dann und sich was verändert. Entweder intensiver wird oder weicher wird oder eine Information zutage kommt oder manchmal vielleicht auch Tränen kommen, wenn du dich berührt fühlst. Lass den Atem fließen und gerade wenn was kommen möchte, wenn irgendwas kommen möchte, wie Trauer oder Wut, lass es fließen, gib ihm Raum. Es ist alles willkommen.
Lass diesen Frosch im Hals hüpfen, damit du wirklich du sein kannst, damit du wirklich sehen kannst, was nur du siehst. Lass jetzt wirklich auch die Verspannung aus Schultern und Nacken los. Lass den Kiefer weicher werden. Beginn wirklich die letzten 3, 4 Runden zu genießen. Und dann die letzte Runde. Dann komm langsam nach oben zum Sitzen und beginn von den Knöcheln aufwärts zu den Hüften. Deine Beine innen, außen, ganz liebevoll auszustreiten. Wenn du merkst, wie hinten sitzt, auch kannst du über den unteren Rücken bis hierher in die Hüftbeugen streichen. Und jetzt wirklich deine Beine, nur deine Beine, wertschätzen dafür, dass sie dich im Leben tragen, dass du mit ihnen aufrecht stehen kannst. Und alle, die wir hier heute gemeinsam sind, wir können alle aufrecht stehen. Und es gibt auch Menschen, denen ist dieses Geschenk nicht gegeben. Aber es macht nichts. Auch die können ganz oft im Rollstuhl sitzen, einfach so gut es geht nach vorne fassen und ihre Beine von unten nach oben ausdrücken. In den wenigsten Fällen ist sowas nicht möglich. Es geht aber darum, wirklich deinen Körper hier wertzuschätzen. Gleichzeitig streichst du ganz sanft die Lymphe aus und hilfst deinem Immunsystem ein bisschen fitter zu werden. Ganz liebevoll. Und habt keine Angst vor eurem Körper. Euer Körper ist euer Tempel, ist euer Zuhause. Auch wenn es manchmal richtig unangenehm sein kann, wenn man Bauchweh hat oder Kopfweh oder der Brustkorb weh tut. Es ist alles nur eine Erfahrung und die geht vorbei. Und wenn wir die Erfahrung bewusst und präsent nehmen können, sind sie immer lehrreich. Und kann trotz ihrer Intensität ganz oft wirklich schön sein. Denn alle unangenehmen Erfahrungen haben auch immer einen Wert. Dann nimm die Hände an die Außenseiten der Knie, streck die Beine nach vorne aus. Nimm die Hände neben die Hüften und spür deine Handflächen auf den Boden, richte die Wirbelsäule so auf und öffne dein Herz so weit, wie es für dich möglich ist und beginn. Einen Fuß zu pointen und den anderen zu flexen. Und hier wirklich deine Lymphbahnen auf der Rückseite der Beine jetzt noch mehr in Bewegung zu bringen. Langsam oder schnell, du kannst langsam bis in die Hüften durchziehen oder ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Bewegung reinbringen. Was auch immer sich gut anfühlt. Genau. Und dann ein bisschen langsamer werden. Und dann beschränk deine Knöchel, komm über die Knie in den Vierfüßlerstand. Beziehungsweise komm zum Sitzen, anstatt in den Vierfüßlerstand komplett nach vorne zu gehen. Und wer von euch jetzt eine Decke hat und Blöcke hat, tut sich vielleicht ein bisschen leichter. Man kann die Knie, wenn man die Zehen aufstellt, hier vorne ablegen. Oder du kannst
die Decke weglassen. Du kannst ja auch Blöcke neben die Hüften setzen und dich ein bisschen aufstützen. Wenn du keine Hilfsmittel hast, bleibt dir es heute nicht erspart, einfach mal zu gucken, wie lange es für dich okay ist, hier auf den Zehen zu sitzen. Und ganz liebevoll, du darfst jederzeit rauskommen, hör auf deinen Körper, dein Körper weiß es besser als jeder Arzt oder jeder Yogalehrer. Und jetzt, wie am Anfang der Stunde, komm wieder nach unten, spür deine Sitzhöcker auf den Fersen, spür die Zehen auf dem Boden. Falls diese Haltung für dich gar nicht geht, kannst du dir auch einen Stuhl nehmen, bei dem du die Füße nach unten nehmen kannst und einfach die Zehen so aufstellen. Und im Sitzen die Haltung üben, funktioniert genauso. Und hier können wir jetzt mal beginnen, die Schultern zu entspannen. Viele von euch haben vielleicht wirklich jetzt gerade in den letzten Wochen hier im Schulter- und Nackengürtel Verspannung gespürt. Genau. Und dann nimm die Hände zur Seite und den linken Ellenbogen nach unten und den rechten oben drüber. Beug die Ellenbogen an, Handrücken zueinander. Und entweder du bist hier und das ist das Weiteste, was für dich geht, oder du legst die linke Hand in die rechte Hand. Schulter nach unten entspannen, Ellenbogen zusammen. Ellenbogen sanft nach oben heben, wenn du noch nichts spürst. Und du kannst den Blick nach oben heben. Tief einatmen. Und ausatmen und den Kiefer entspannen. Tief einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Dann kannst du langsam dich ein bisschen nach rechts drehen. Ganz leicht. Und einfach die Dehnung intensivieren. Wenn die Dehnung schon intensiv genug ist, bleib vorne in der Mitte. Wenn du nicht mehr dein Gesicht entspannt halten kannst und der Atem versiegt, dann werd ein bisschen weicher. Ändere die innere oder die äußere Haltung. Dann komm zurück zur Mitte und löse die Arme, streck sie einmal kurz zur Seite und dann wechsel gleich die Seiten. Rechten Ellenbogen unter den linken Ellenbogen anwinkeln, Handrücken zueinander. Oder die rechte Handfläche in die linke Schultern entspannen. Wer nicht spürt, Ellenbogen zusammen und ein bisschen nach oben heben. Und man kann den Blick zu den Daumen nehmen. Das Gesicht ganz weich. Und atme in die Bereiche, die verspannt sind. Und auch wenn du das Gefühl hast, du kannst gleich nicht mehr atmen, so verspannt ist es, lass den Atem frei. Und mit jeder Ausatmung lass los. Sei dir bewusst, dass das meiste dieser Verspannung gar nicht von dir ist. Dass es etwas ist, was du wahrgenommen hast, womit du dich verstrickt hast. Und du darfst es loslassen. Und je mehr du es loslässt, desto weicher und entspannter wird dein Körper. Und dann langsam nach links drehen. Du kannst immer wissen, in welche Richtung du hier drehst. Das ist der untere Ellenbogen, der zeigt die Richtung an. Den Atem weich und gleichmäßig lassen. Du darfst natürlich jederzeit auch aus der Fußhaltung gehen, wenn du schon längst nicht mehr drin sitzen kannst. Hör auf deinen Körper. Dein Körper weiß es am besten. Und dann komm langsam zurück zur Mitte und streck die Arme kurz zur Seite aus und dann schüttel alles aus. Und dann kannst du kurz zum Stehen kommen. Ich leg einfach die Hände auf den Boden, streck meine Beine und wandere mit den Händen nach hinten. Wenn es schwierig ist, komm, komm eine andere Art und Weise nach oben. Und dann schüttel. Und schüttel alles einfach aus. Alles das, was jetzt hier in den letzten Wochen in deinem Körper sich vielleicht angesammelt hat, was nicht von dir kommt, alles das, was heute sich angesammelt hat, der ganze Stress, die ganzen Ängste, die mentalen Konzepte und dieses,
wie soll alles weitergehen? Und das Drama, das Emotionale, vielleicht deine eigenen Ängste, die Traumata, die du erlebt hast. Schüttel alles aus. Und dann lass den Oberkörper nochmal nach unten hängen, schüttel den Kopf aus, schüttel die Schultern aus. Tief einatmen und loslassen. Nochmal tief einatmen. Und nochmal tief einatmen. Mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel langsam nach oben kommen. Und dann bringen die Füße wieder ein Stückchen weiter als Hüftbreit, also ein ganzes Stückchen weiter als Hüftbreit auseinander oder Mattenbein. Einatmen die Hände zum Herzen nach oben und ausatmen. Du kannst über die Hocke nochmal nach unten kommen. Du kannst hier so lang bleiben, wie es sich für dich gut anfühlt. Du merkst, brauche ich noch ein bisschen. Man kann sich auch immer was unter das Gesäß setzen, Blöcke oder Decke oder Polster. Und dann löst die Hände, komm nach unten zum Sitzen. Und dann leg dir deine Decke oder dein Polster bereit. Die Decke bleibt meistens unten. Füße auseinander, Hände nach vorne, nach oben, nach Mitte auf. Bleibt nach hinten und legt dann ab. Ganz entweder die Füße ins Gesäß holen, die Arenier oben zu kurz, dann holst du ein bisschen nach unten. Dann drückst du jetzt dein Gesäß nach oben, die Decke und jetzt legst du ab und streckst nach oben aus. Die Hände ablegen, schön öffnen. Dann entspannen Bein in den Kasten, einen Fuß zu pointen, den anderen zu flexen. In dieser aktiven Variante von Vipassana Karani. Nochmal alles ein bisschen in Bewegung bringen. Und lass den Atem weiter fließen. Und lass über die Rückseite deines Körpers. Alles, was schwer und unangenehm ist, in den Boden bleiben. Und bleib dabei, auch wenn ich kurz aus dem Bild verschwinde. Dann kannst du die Beine einfach ausgestreckt lassen. Und den Atem. Genießen. Gerade wenn du merkst, dass diese Zeit jetzt irgendwelche inneren Unruhen oder Ängste in dir berührt und du nicht ruhig und entspannt bleiben kannst, dann ist das eine Haltung, die erstens alles ein bisschen auf den Kopf stellt, vielleicht die Perspektive ändert und dir aber auf allen Ebenen erlaubt, wirklich loszulassen, zu entspannen. Das Herz wird entlastet. Das Blut kann aus den Beinen abfließen. Alles das, was in den Beinen stecken bleibt und staut,
kann auch abfließen. Und es ist ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass alles das, was in unserem Körper hängen bleibt und staubt, nicht dem Leben entspricht, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und wenn wir mit dem Atem, mit diesem Sanften alles wieder in den Fluss bringen, alles einfach wieder zum Fließen bringen, mehr und mehr, kommen natürlich manchmal auch unangenehme Sachen hoch, aber alles kommt wieder zurück, ein angenehmes, entspanntes Dasein. Und dann kannst du langsam die Knie beugen, Füße ablegen, Fußsohlen am Boden spüren für einen Augenblick. Und dann drücke die Füße, heb dein Gesäß nach oben, leg die Decke raus und Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Nimm deine Hände auf den Unterbauch, lass die Knie zusammenwandern. Schließ die Augen und spür nach. Lass alles, was den unteren Rücken, Schultern, Nacken, Herz belastet, über die Rückseite des Körpers in den Boden entgleiten. Und dann, wenn du soweit bist, leg dich in die Endentspannung. Wer einen Polster hat, kann sich unter die Kniekehlen legen. Wer eine Decke hat, kann sich zudecken. Mach's dir bequem. Lasst euch Zeit, wirklich in die Endentspannung zu kommen. Das ist auch ein Zeichen der Zeit, dass alles aus dieser Schnelligkeit, so wie immer alles schneller und schneller und schneller, wieder langsamer werden darf, sich entschleunigen darf. Und auch unsere Übergänge von der aktiven Yoga-Stunde in das passive Loslassen. Diese komplette Empfänglichkeit. Leg die Handflächen nach oben. Schließ die Augen. Löse die Zunge vom Gaumen. Lass los. Schultern, Hüften, alles entspannt. Om Lurvasvaha Tatsavitur-variryam Agulevasya-dhimahi Iyoyona-prachodaya Om Lurvasvaha Tatsavitur Varidyam Agudevasya Dhimahi Diyoyona Prachodaya Om Lurvasvaha Tatsavitur Varinyam Agudevasya Dhimahi Diyoyona Prachodaya Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.
ihn dann langsam den Atem tiefer werden zu lassen. Und Stück für Stück mit immer tiefer werdenden Atemzügen in diesen deinen so einzigartigen, wunderschönen Körper zurückzukehren. Und wenn du wieder angekommen bist, beweg die Finger und die Zehen. Räkel dich, streck dich, zieh dich lang. Mach die Bewegungen, die du brauchst, um wieder anzukommen. Und dann stell die Füße auf, dreh dich nach rechts zur Seite, mach ein Kissen mit den Händen. Zieh die Knie ein bisschen ran und spür nach in der Embryo-Haltung. Spür diese Ruhe, diesen Frieden in dir. Genau das ist Yoga. Der Zustand, in dem alles gut ist, wie es ist. Dem du genau richtig bist, so wie du jetzt bist. Und in dem alles, wirklich alles, möglich ist. Dann drück die linke Hand in den Boden. Bring den Oberkörper nach oben, finde einen bequemen Sitz, gerne mit gekreuzten Beinen. Leg dir vielleicht was unter das Gesäß und nimm deine Hände vom Herzen zusammen, sodass die Daumen das Brustbein berühren. Und dann senk die Stirn in Richtung Fingerspitzen. Verneig dich vor dir selbst, deiner Schönheit, deiner Einzigartigkeit. Und dann beug dich nach vorne und wenn es noch irgendwas gibt, was unangenehm ist, atme tief ein und lass es los und schick es in die Erde. Tief einatmen und wirklich alles loslassen. Nochmal tief einatmen. Dann komm langsam nach oben. Vielen Dank euch alle. Schön, dass es euch gibt. Habt noch einen bezaubernden Abend.